Ja, wie ihr seht, kann man es wirklich auf ganz einfache Art und Weise machen, dass man zumindest mal eben die Percussions selber herstellt. Man spricht da eben von Samples. Das sind wirklich nur diese kleinen Wave-Schnipsel, die man dann später zum Bauen eines Arrangements, heutzutage heißt es Beats, verwenden kann. Ja, und ich habe mal was vorbereitet. Wir haben hier ein paar Einzelbeats mal drin. Können wir uns einfach mal ein paar rüber basteln. Die wurden also tatsächlich einzeln aufgenommen, alle im Prinzip mit dem Mund eingespielt oder alternativ auch tatsächlich zum Beispiel mit den Händen gemacht. Ja, also alles, was im Prinzip durch den Menschen, durch sich selber produziert werden kann an Geräuschen, haben wir da mal mit aufgenommen. Furzen haben wir jetzt mal außen vor gelassen oder Rülpsen kann man auch irgendwie nett bearbeiten, dass es sich lustig anhört. Nicht, dass ich das schon mal ausprobiert hätte, aber okay. Wir haben ein Schnipsen, ein Klatschen oder ein Pfeifen zum Beispiel auch natürlich als Soundproduktion möglich und auch diese Sachen kann man dann verwenden. Was haben wir hier? Mal reinschauen, mal reinhorchen. Okay, das ist sowas wie eine Hi-Hat, ein Shaker. Es kommt dann später darauf an, wie man das im Arrangement zurechtferkelt und manipuliert. Das war im Prinzip nichts anderes als ein K und ein bisschen Zwischen hinten dran. Das ergibt dann so einen Sound. So, da. Was haben wir hier? Haben wir auch nochmal eine Hi-Hat erwischt. Ziemlich kurzer, abrupter Anschlag. Es ist eher ein T zu Anfang. Dann auch so ein bisschen reiben lassen. Ja, sowas in der Art. Okay, jetzt reicht's mit den Hi-Hats. Haben wir noch was anderes? Okay. Da haben wir jetzt einen Bass, also eine Bassline dann eigentlich eher, die man im Techno-Bereich vielleicht als Kontrabass schon nutzen wollte und könnte. Egal. Eine Bassdrum werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Das Ding ist jetzt im Prinzip wirklich nur so ein sehr dicht am Mikrofon und die Frequenzgänge entsprechend manipuliert. Da kriegt man dann eben so einen Rotz raus. So, jetzt schauen wir mal, ob wir noch irgendwie eine Bassdrum finden. Da haben wir was, Bassdrum, Bassdrum. Und wie sieht es aus mit der Snare? Haben wir hier was, haben wir da was? Percussions, nehmen wir das noch mit dazu. Horchen wir hier mal rein. Okay. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein bisschen bearbeitet, in der Tonhöhe manipuliert. Und Störgeräusche wie zum Beispiel so ein Sabberklatschen oder sowas, das haben wir rausgenommen. Was ist das nächste? Okay, das Bassdrum habt ihr eben auch am Mikrofon gehört. Abruptes Ausatmen, ein bisschen progressiver das Ganze. Also auch das geht. Kann man später auch nochmal wunderbar bearbeiten. Werdet ihr auch gleich sehen. Nochmal eine zweite Bassdrum. Da ist noch ein bisschen Schnaufen von der Nase mit dabei. Ja, so. Zeitlupe. Das ist eine sehr lasch geschlagene Snare. Einen weichen Einstieg, man sieht es an der Kurve. Und das ist eine hart angeschlagene Snare, sehr präzise geschlagen, vielleicht sogar mit einem Rimshot kombiniert. Das ist ein abruptes Einatmen. Und sowas in der Art. Klingt, wenn man es selber so live produziert, zumindest bei mir relativ dumpf. Das ist dann natürlich abhängig von der Anatomie des Menschen. Bei anderen klingt es vielleicht ein bisschen höher oder noch tiefer. Wie dem auch sei, diese Einzelsequenzen oder Einzelsamples, Einzelgeräusche können dann natürlich später in einem Arrangement zusammengeholt werden, manipuliert werden in der Klangcharakteristik und so weiter und so fort. Das, was wir hier jetzt zum Beispiel haben, fangen wir mal mit den Bassdrums an. Okay, das ist nicht nur die Bassdrum, sondern auch noch die Snare, die Hi-Hats und so weiter. Dann nehmen wir mal die Bassdrum nur momentan.
und ich hoffe, das kommt dann auch rüber. Hier sind also mehrere Bassdrums, die wir auf die Art und Weise aufgenommen haben, über den Mund im Prinzip kombiniert, übereinander gelegt, in den Lautstärken variabel zueinander angepasst, so dass es sich nett anhört. Und dann war es das im Prinzip auch schon. Als nächstes hätten wir hier die Snare. Das sind dann diese hier. Das sind auch ein paar übereinander gelegt. Kombiniert eben Snare, Rimshot, Claps, sonstiges. Auch wieder in den Tonhöhen und in den Lautstärken entsprechend angepasst. Next one, die Hi-Hats. Da haben wir ein bisschen viel Hall drauf. Aber egal. Die Hi-Hats haben wir hier. Das sind auch schon mal vier Stück. Dann kommen noch ein paar Percussions dazu. Das sind jetzt hier gerade die letzten drei. Und dann haben wir zusätzliche Percussions noch. Das sind diese hier. Das sind dann die Congas. Ja. Und die haben im Prinzip... so diese Quelle. Und die hören sich tatsächlich, also schon verdammt nah an der Conga an. Okay, soweit es geht gleich weiter. Ich werde das jetzt erstmal so wieder ablegen. Und dann kommt gerade mein Frauchen rein, da muss ich erstmal Hallo sagen. Ich melde mich gleich wieder.